Bestätigt. Freigabe bestätigt. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht.
Überlebende kommen bitte zu uns. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist ein Ort der Zuflucht. Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Chalice Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Verstümmelt. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Thank you.
Überlebende kommen bitte zu uns. Freigabe bestätigt. Thank you.
Protokoll abgerufen. So, ich muss alles aufnehmen. Das Gedächtnis, Sie wissen schon. Wie ich schon sagte, könnte meine neu entwickelte Behandlung die Lösung sein. Die Studienlage ist sehr vielversprechend. Studie? Ah, Sie sind im Handumdrehen wieder auf Ihrem Posten und die CDC wird nichts davon mitbekommen. Oder vertrauen Sie mir nicht? Nein, natürlich vertraue ich Ihnen. Probieren wir es aus. Proband 9 ist ein junger Mann. Er testet mein neues Mittel zur Gewebe-Regeneration. Ich erwarte den Eintritt des Todes innerhalb einer Stunde, aber die Veränderungen am Gefäßsystem sind sehr vielversprechend. Zum letzten Mal holen Sie ein Notfallgerät. Ich habe angerufen, dreimal. Mein Patient kollabiert. Hören Sie auf zu rauchen und helfen Sie mir. Ja.
Schatzweite Überbrückung der Übertragung. Isaac Clark. Ein Trick. Isaac Clark. Ah, richtig. Dr. Brennans engster Vertrauter. Wir waren Kollegen. Dr. Challis Mercer. Sind Sie der Grund, warum der Marker nicht beginnt? Das ist es. Die Konvergenz wurde nicht gestoppt. Sie hat eingegriffen. Die Frage ist nur, wie? Selbst wenn ich fragen würde, vermute ich, dass Sie nicht sehr gesprächig sind. Und ich habe die Todesursache als den fehlenden Faktor noch nicht vollständig erforscht. Ich glaube, Sie sind auf der richtigen Spur. Entspannen Sie sich, Mr. Clark. Die Konvergenz ist so nah. Vielleicht ist Ihr Tod das Zünglein an der Waage. Es war ein Trick von einem verdammten Ornithologen, Dr. Mercer. Er hat die Station verriegelt und an der Besatzung experimentiert. Oh Gott, alle Ausgänge wurden von einem der Büros aus versperrt. Das muss doch von Mercer sein. Ich kann die Innentüren mit Gewalt aufbrechen, aber du musst die Verriegelung in seinem Büro manuell aufheben. Thank you.
Technologie zur Fischeris Mercer. So ein Schande. Zu Beginn meiner Nachforschungen waren Terence Kynes Erkenntnisse über den Marker von unschätzbarem Wert. Jetzt sind es nur noch Mitteilungen wie diese hier. Sie schlechter. Ich habe hier einen Jäger gesehen. Ich weiß, wer das war. Eine Regeneration. Großer Gott, sehen Sie nicht, was Sie getan haben? Ich stimme Amelia zu. Wenn das Unitology ist, will ich damit nichts zu tun haben. Meine Diagnose? Der arme Terence leidet an der gleichen Demenz, von der auf der Aegis-7-Kolonie berichtet wurde. Amelia zum Beispiel. Die einzige Amelia, die er je erwähnt hat, war seine Frau. Und Amelia Kain starb vor 7 Jahren. Chirurgie Dr. Janice Mercer, Experiment 5 zur Geberegeneration. Diese Kinder des Markers, Kynes Necromorphs, haben mir alles nötige Material geliefert. Und die Überträgervariante hat eine wichtige Erkenntnis gebracht. Die Implantation des Materials direkt ins Gehirn führt zum optimalen Ergebnis. Dazu muss natürlich das Stirnbein durchbrochen werden, direkt über die Glabella. Keine Sorge, ist alles still. Neu gestartet. Bitte warten. Hier sterben alle. Die Luft ist giftig.
Aber es ist noch Zeit. Ihr Enzym funktioniert denn? Sie braucht nur flüssigen Stickstoff. Retten Sie uns! Scheiße, er hatte recht. Die Luftqualität nimmt das ganze Schiff ab. Irgendetwas vergisst den Sauerstoff auf der Hydrostation. Nehmen Sie unsere Luftqualität. Wir können es mal reparieren. Er suchte nach flüssigem Stickstoff. Ein kryogenischer Labor müsste das ja sein. Okay, sonst bleibt uns auch nichts übrig. Ich mache dir den Weg ins Kino frei. Türprotokolle neu gestartet. Vielen Dank für Ihre Geduld. Von der Hydrostation aus reingepumpt. Wenn die Luft schon so schlecht ist... Ich brauche einen schnelleren Weg zum Kryogeniklabor. Ich öffne die andere Tür vom Chemielabor. Von da aus kommst du direkt hin. Bestätigt.
Wish. Sicherheitsfreigabe der Stufe 3 erforderlich. Gegenüber Dr. Brennan stets höflich verhalten. Wie ist es mit Ihnen? Ich bin zumindest kein verdammter Mörder. Apropos Höflichkeit. Habe ich es Ihnen zu verdanken, dass die Triebwerke der Ishimura repariert wurden? Unsere Rückkehr wird wahrhaft göttlich. Selbst sie verhindern keine Konvergenz, die durch die gesamte Bevölkerung der Erde ausgelöst wird. Wenn sie die Dinge auf die Erde bringen, ist alles vorbei. Aber für die Ungläubigen. Die Menschheit wird vollkommen sein, Mr. Clark. Mit
Sie haben sich wohl schon entschieden. Ist weg. Er
will die Kreaturen zur Erde bringen, Kendra. Du musst die Kabine des Captains versiegeln und Hammond warnen. Okay, sie wird versiegelt, aber seit Hammond zum Besatzungsdeck ging, erreiche ich ihn nicht mehr. Isaac, die Luftqualität nimmt ab. Wir müssen die Hydrostation mit flüssigem Stickstoff reparieren. Okay. Versuch's weiter bei Hammond. Mercer ist noch nicht fertig. Es ist, nennen wir es eine Gewebeprobe. Von Mercers persönlichem Jäger. Vorsicht. Wer weiß, welche verrückte Wissenschaft in diesem Ding steckt. Vielleicht kann ich es herausfinden. Und auch, was Mercer vorhatte. Wenn ich schnell bin, hier muss ein DNA-Scanner in der Nähe sein. Isaac, die Monorail auf der Hydrostation ist abgeriegelt. Du musst einen anderen Weg finden. Nimm die Monorail zurück zum Hangar und geh dann zur Werkstatt. Erinnerst du dich? Dort hast du den kaputten Waggon von den Schienen entfernt. Es gibt da eine Zugangstür zur Hydrostation. Yeah.